Kirmes Markus. Heute begrüße ich dich auf dem Herbstend in Münster. Ich bin die Christina von der Soundmaschine Lupp. Markus zeigt heute ein paar Impressionen vom Herbstend in Münster. Wie es hier so bei Anbruch der Dunkelheit aussieht, hier sind sehr viele Attraktionen. Hier gibt es einige Fahrgeschäfte zu sehen, unter anderem der Infinity, der Gladiator, ein Riesenrad, der Breakdance von Bruch, unsere Soundmaschine von Lupp natürlich, der fliegende Teppich 1001 Nacht, die Crazy Maus, zwei Autoscooter, die Geisterbahn Haunted Mansion, der nagelneue Disco Jet, das neue Laufhaus der Familie Lehmann. Hier ist auch für jeden was dabei. Hier gibt es zum Beispiel leckere Mandeln. Guck mal, Markus, das ist mal eine Losbude. Guck mal, wie riesig. Markus, Einhornenten. Ich hab sie. Guck sie dir an. Heute wird eine Reportage gemacht ohne viel Gerede. Heute ist Familientag. Dadurch ist hier auch schon sehr viel los. Und der Markus wird heute einen sehr schönen Film vom Herbstend in Münster drehen. Hallo Markus, ich bin Linda Lehmann von Crazy Vegas. Und ihr habt ja ein brandneues Geschäft. Kannst du uns was darüber sagen? Ja, wir sind damit 2019 fertig geworden. Es war leider direkt, wie Corona angefangen hat. Wie lange habt ihr jetzt gebraucht, das Geschäft zu bauen? Ein halbes Jahr ungefähr. War aber schnell, ne? Ja, wir sind immer schnell. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist mein Vater seine Idee. Wie alles bei uns war das mein Vater seine Idee. Der ist da sehr kreativ, was das angeht. Was habt ihr da für ein Thema? Las Vegas ist das eigentlich, ne? Das heißt ja Crazy Vegas und das ist so auf Las Vegas gemacht. Alles ein bisschen bunt, schön viele Lichter, showmäßig halt, ne? Und das ist ein Glasbürgarten kombiniert mit Elementen, wo man Spaß haben kann, oder was? Ja, genau. Also innen drin ist ja labyrinthtypisch, dann haben wir die Lichtstangen. Am Schluss haben wir Säcke, hier unten sind die Wasserspiele, dann die beweglichen Spiele und oben noch die Luftrutsche haben wir noch. Also ist ein bisschen was vorhanden. Das wird ja ziemlich gut angenommen. Man sieht ja, hier kommt einer nach dem anderen. Ja, Gott sei Dank. Ich kann meinem Bruder. Ja, ihr könnt reingehen. Viel Spaß. Danke. Bitteschön. Bitteschön, viel Spaß. Bitte sehr. Und auf wie viele Transporter wird das jetzt verladen? Drei. Wir haben drei. Den Mittelbau und zwei Rollen. Das ist ja schon einiges, ne? Ja, ist auf jeden Fall mal einer weniger gehabt wie vorher. Wir hatten ja vorher vier am Horrorlazarett und jetzt drei. Ja, und vor ein paar Jahren war ich ja schon mal bei euch. Ja. Kannst du uns noch was über euer altes Geschäft sagen? Womit seid ihr früher gereist? Ja, vorher hatten wir das Horrorlazarett. Aber das steht ja jetzt im Freizeitpark Geiselwind. Aber das war ja auch ein super Geschäft, ne? Ja, es war ein super Geschäft. Mhm. War es wirklich. Aber wir wollten was Neues machen, was anderes machen. Und jetzt haben wir das. Ist im nächsten Jahr schon irgendwas geplant, wo ihr dann startet? Nee, bis jetzt noch nicht. Wenn da jemand Interesse hat, an wen muss er sich denn da wenden? An die Firma, Lehmann GbR. Und? Wir haben auch eine Facebook-Seite, wir haben auch Instagram, da ist man über alle Kanäle eigentlich erreichbar. Das heißt Crazy Vegas auf jeder Seite. Also liebe Leute, sind auch Termine frei, ne? Ja. Wenn ihr das wunderbare neue Geschäft bei euch irgendwo präsentieren wollt, dann geht doch mal auf die Seite von der Schaustellerfamilie Lehmann. Schreibt uns. Wir antworten auch. Kirmes Markus wird heute viel rumgehen, ohne viel Gequatsche. Und wird euch einfach viele, viele Impressionen heute in dem Video bereitstellen. Viel Spaß! Ja, und nun kommen wir zum Gladiator, ein super Teil, 62 Meter hoch, Baujahr war 2012, vom Typ Turbine des Schaustellers Buwalda, Krieg aus den Niederlanden. Der Hersteller ist übrigens die Firma Mondial, Premiere war 2012 in Frankfurt auf der Herbst-Lippe-Messe.
Ja, 1001 Nacht von Hartmann. Wusstet ihr schon, dass 1001 Nacht der größte und höchste fliegende Teppich Europas ist? Er hat übrigens eine Flughöhe von 27 Metern. Der Erstbesitzer war Oskar Bruch. Hersteller war die Firma Weber aus Deutschland. Hier seht ihr die Crazy Maus Are vom Hersteller Rapper John aus Frankreich. Ja, und nun viel Spaß mit Impressionen von der Soundmaschine vom Schausteller Loop aus Grevenbroich. Hierbei handelt es sich um einen Shake R5 vom Hersteller Mondial aus den Niederlanden. Vorbesitzer war Karl Welte aus Magdeburg. Diesmal gibt es kein Interview. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut euch doch mal meine letzten Dokus an. Jetzt stehen wir vor Haunted Mansion, ein Dark Ride vom Schauersteller Hinzen aus dem Niederland. Baujahr war 2005 und wurde permanent verbessert. Dies ist eine sogenannte Borsetto-Geisterbahn, also aus Italien.
Das Besondere ist das Fahrsystem, die hängenden Gondeln, die sich um 360 Grad drehen können. Hier seht ihr den brandneuen Discojet, Neubau durch die Firma Bertasson aus Italien. Laut der Facebook-Seite der Firma Heidmann handelt es sich um den modernsten Musikexpress Deutschlands. Gefertigt nach der neuesten Baunorm. So, nun einige Informationen zum Herbstland in Münster, das noch bis zum 31. Oktober stattfindet. Hier gilt die 3G-Regelung. Für alle weiteren Informationen geht doch mal auf die Internetseite der Stadt Münster. Und nun sage ich Tschüss bis zum nächsten Video.